What do you want? Uncle told me something about a train. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure. But what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Der gute John Marston. Ja. Mit dem Charakter haben wir natürlich eine gewisse Verbundenheit, dank Red Dead Redemption 1 auf jeden Fall. Ja, und Wagen, die du für John Marston stehlen kannst, sind mit Wagen markiert. Das ist ja ganz toll. Da werfen wir mal einen Blick auf die Karte. Und auf diese Mission haben wir natürlich Bock und Lust. Und hier wären schon mal zwei von diesen Dingen, von diesem Ölwagen von Cornwall. Mhm, da wollen wir da mal rüberdüsen, oder Freunde? Let's go. Und ein fettes Danke geht raus an Black Dragon und Sarisles. The Rizzles wahrscheinlich. Ja, vielen Dank für eure Subs, Leute, hier bei Twitch. Vielen Dank für den Support. Wir sind ja wieder live auf Twitch. Oh, wollen wir mal den Reverend da noch rausgeholt, Leute. Whiskey, I began to tumble and roar. My face is red like a lobster. Ja, vielen Dank, Freunde, für euren Support an dieser Stelle. So, und wir haben heute wieder Spisken. Also wirklich, was für Abenteuer wir wieder erlebt haben. Das geht ja hier Schlag auf Schlag. Und Rossi, geht's gut? Ne? Alles gut, Rossi? Komm. Weil du so lieb warst, ne? Ah, nochmal ein klassisches Haferplätzchen. Mm. Müssen zwischendurch auch mal jagen, glaube ich. Damit wir ein bisschen was zu essen kriegen. Und der Rossi geht es auch im Chat ganz gut gerade hier. Live. Ja, super. Auch vielen Dank, Miri. Freut mich, dass du am Start bist immer. Weil sie schreibt gerade, vielen Dank für deine tollen Streams. Vielen Dank zurück, dass ihr ja bei dem Abenteuer hier mitmischt. Macht immer Laune mit euch. Ihr seid süß. Nein, wir machen bei YouTube ja die Folgen und bei Twitch streamen wir jetzt, weil die Frage wieder aufkommt. Bei Twitch machen wir Livestreams. Wenn ihr da live dabei sein wollt, einfach mal Twitch checken. Und bei YouTube kommen ja dann Episoden hier raus, weil es hier gerade wieder im Chat gefragt wurde, wenn wir durch die Peri düsen. Ja, ich freue mich drüber, dass wir jetzt mit John Marston ja auch ein bisschen mehr über ihn erfahren und seine Zeit halt vor Red Dead Redemption 1, ne? Und auch welche Rolle Arthur und die ganze Bande ja noch da spielen wird. Auch man weiß ja schon, ich will auch gar nicht zu viel spoilern, weil vielleicht nimmt man da auch was vorweg. Deswegen, falls euch das interessiert, schaut euch einfach das Red Dead Redemption 1 Let's Play bei mir auf dem Kanal an, bei YouTube. Da könnt ihr das komplett sehen. Wart älter, aber immer noch gutes Game. Ja, ich wollte in die Apartment heimlich kommen. Ist das so private, dass du mich hier nicht haben willst? Ich wollte das Pferd hier verstecken im Gebüsch. Ja, ciao, ich bin jetzt schon weg. Okay, Rossi, wir sollten besser gehen. Komm doch mal da weg aus dem Gebüsch.
Der Junge ist ganz schön unentspannt. Ich weiß es doch nicht so genug. Rossi! Rossi! Komm, komm! Hoi. Macht mega Bock! Dankeschön, Noah! Dankeschön, Philipp, ihr Lieben! Vielen Dank an euch alle! So. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Hm? Sie werden automatisch aggressiv. Ich umreite den Laden erstmal. Guck mir mal die Stelle da hinten an. Das sind schon verdammt viele, ne? Also wenn ich da rein will, gibt's auf jeden Fall ein paar Action-Probleme. Oh, ups. Tut mir leid. Ich würde sagen, Rossi bleibt hier. Wir können die alle wegrasieren von der Entfernung mit einer guten Deckung. Das mit den Wurfmessern fand ich auch nicht schlecht. Und den da vorne, der steht da ziemlich alleine, oder? Das wird doch keinem auffallen, wenn ich den jetzt mal... Ich sollte mir vielleicht auch noch mal was aus dem Pferd holen. Wenn ich den jetzt da umnatze, wisst ihr, was ich meine? Okay. Erstmal würde ich sagen, wollen wir uns... Winnie Winchester, oder? Ja, die Doppelläufige. Die ist ganz gut für den Fall. Hier machen wir das Jagdmesser und hier die Wurfmesser. Brauche ich auch mal ein paar neue langsam. Ich habe nur noch 4 Stück. Das gut geht, Leute. Ich meine, ich muss da theoretisch nur rein und ab die Post, ne? Nummer 1. Ist tot. Das hat einen alertet. Aber die haben mich nicht gesehen, oder? Die wissen nicht, wo ich bin. Und das ist gut so. Da kommt einer gelaufen. Was da passiert, Mann? Jetzt sehen wir erstmal, wie viele das sind, Alter. Diese Dinger zu klauen wird kein leichtes sein. Oh fuck. Okay, dann beginnt der Tanz jetzt. Oh fuck. Der Doppelläufige ist vielleicht doch nicht so gut für den Job, ne? Fällt mir gerade so auf. Bam! Au. Aua, der kann da durchseppen. Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, dann bleibe ich mal lieber in Bewegung. Das ist nicht die beste Waffe hier. Dass mal so gut geht, ey. Okay, die Bearbeiter rennen weg. Und ich kann mir jetzt den Wagen hier klauen. Komm. Ey, Vorsicht. Den einen haben die weggebracht schon, verdammt. Das ist doch meine Chance. Weißt du was? Wir können den Scheiß behalten. Rossi, komm her. Wir müssen weglaufen. Wir hätten einfach mal warten können. Oh Gott, aber Rossi. Rossi, baut die dringend hier. Aua, aua. Nein, verdammt. Geh's gleich drauf, Junge. Oh fuck, Rossi. Wenn ich will die nicht bald hier haben. Dann sieht das düster aus, Rossi. Du musst schnell kommen. Nee, Mann. Nee, Rossi. Wir brauchen dich hier. Okay, verdammt. Jetzt schnell. Und hier ist der Wagen. So, ihr verratet niemandem von dieser Scheiße, okay? Hast du mich verstanden? Nee, hat er nicht. So, aber wenn das eskaliert ist da drin, ne? Ey, Vorsicht, stopp! Ah. Okay, also eskalativ hätte das sowieso so nicht funktionieren können, macht aber gar nichts. Dann sollen wir jetzt den einen Wagen frei, ne?
Komm mit, Ossi. Yep. Kann ich dir jetzt nicht den Befehl geben, mitzugeben? Yep, yep. Ja, so geht das. Okay. Den einen Ölwagen hätten wir. Der hat nämlich gerade den Laden verlassen, als wir der Tohuwabohu gemacht hatten. Den sollen wir jetzt hier rüberbringen? Okay. Egal, lief nochmal alles gut. Yep. Einen kleinen Flucht, zwei Morde haben wir begangen. Aber die haben uns nicht erwischt, das ist das Gute gewesen. Ne, deswegen lief die Nummer eigentlich ganz sauber. Und Rossi ist auch dabei, super. Ich bin glücklich. Zumindest einen Ölwagen haben wir schon, zwei können wir eh nicht stehlen. Alleine. Ist doch perfekt. Ablenkungsmanöver von der anderen Seite, die anderen brechen aus. Und dann ging's los. Auf zum Ölwagen. Die springen ab, die Deppen. Hatten Panik. Und dann haben wir uns sie geschnappt. So ist der Verlauf. Mit ein bisschen eskalativem Chaos. So, ich kann mal was essen, ne? Was haben wir denn hier noch? Ah. Auch nicht mehr so gutes Zeug. Ausdauer und Dead Eye brauchen wir eigentlich gar nicht mit den Süßigkeiten. Eine Möhre. Ein wenig. Wir müssen unbedingt mal jagen gehen, Leute, gleich. Aber das können wir uns echt mal gönnen gerade, komm. So, jetzt sind wir auf jeden Fall safe. Ja. Oh, guck mal. Was sehen meine alten Augen da vorne? Was sehen meine alten Augen da vorne? Was sie kriegen? Moment. Das war ja auch zu krass gewesen. Habe ich es getroffen? Nee, ne? Mit einer Pistole jagen ist halt auch nicht so der sinnvollste Nummer. Und nur auf der Kutsche. Mülltank drauf. Aber egal. Ich fahr jetzt erstmal rüber, das machen wir nachher in Ruhe. Gucken wir, was wir da so an Tieren kriegen. Würde ich auch mal sagen, kurz mal die Knarre nachladen. Lieber auch das Gewehr nochmal? Nee, komm. Aber auf jeden Fall auch nochmal andere Waffen, die wir nochmal ausrüsten müssen. Die Doppelläufige hat natürlich gut Wumms. Richtig gut. Ist aber, hat aber ein bisschen das Problem, dass wir halt nur zwei Schuss da drin haben. Und auf Reichweite ist sie natürlich auch nicht die beste Waffe. Zumindest soweit ich das einschätzen kann. Junge, ist die Gutsche langsam. Oh oh. Hier könnte es Ärger geben. Ja, Mann. Stopp. Und nicht ins Gebüsch. War besser als vor dem Felsen. Das Ding klappt ja doch ganz gut mit dem Revolver. Jetzt kommen Diebe und klauen uns den Wagen da. Ja, wenn wir jetzt doch schon mal um die Ecke waren, weißt du? Tut mir so leid. Hab ich zu oft reingeschossen. Leider. Sieht cool aus, ne? Können wir auch da drauf lassen, theoretisch. Wärmen wir die Rossi ein bisschen. So. Jetzt kommt der Gute hier drauf. So, bitte mitkommen, Rossi. Wir müssen wieder auf die Kutsche. Autsch.
Ast im Gesicht. Ist ja schon der Treffpunkt. Hm, so mysteriös. Okay, jetzt sollen wir John am Lager Bescheid sagen, dass der Wagen in Position ist. Sehr schön. Die Nummer läuft doch wie am Schnürchen, würde ich beinahe sagen. Okay, einmal einen Blick auf die Karte werfen. Ups. Ah, einmal zu kurz gedrückt. Da müssen wir hier hin. Was ist denn der kürzeste Weg jetzt hier? Das wird uns schon angegeben. Oh, da entdecken wir ein bisschen neues Gebiet. Das finde ich immer cool. Okay, Rossi, los geht's. $15 Kopfgeld. Die Schweine. Hallo. Ich bin in meinem Leben ausgewichen, gerade dem Typen. Wie die das Tier hinten drauf haben. Rossi wird echt als Packesel mit drauf. Da ist was dran. They got Bill. What? Who has? Bounty men. I found their cam nearby. They got Bill tied up. I'm gonna go take care of it. Come on. Oh, sloppy Bill. Yeah, well. You coming? All right. Lead the way. So how'd you find him? He said he was going hunting. Never returned. I was able to track the tracers pretty easily. But only a matter of time before they decide to pick up camp and head for town to collect the bounty. Guess we're in sights again. When are we not, Arthur? Fair point. Okay, dann holen wir Bill mal raus. Ain't for me to say. Doubt Bill will like it, whatever it is. He's a problem. We all know it. Ja, Bill ist ein Kopf. For me to say? I think it is, Arthur. Well, let's save his ass first. There worry about are. How to kick on it later. On foot from here. Okay. Hey, ich wollte nur was hier anbinden an dem Baum. Stake out your position. Oder wo war ich? Okay, gucken wir einmal Ferieninventar an. Okay, wer jetzt das? Ein Überlagmesser. Da ist alles gut, würde ich sagen. Ja. Warte, mein Lieber. Hey, you idiots ever hear a Dutch's voice? You're gonna pay for this. You have no idea what hell is coming your way. We're shaking in our boots. I'm bored listening to this son of a bitch. Hey, let's take him into town and collect on the bounty. Get us some money. Won't be I'm long ready when you are, you'll Arthur. Be tucked up in a nice warm cell. Then you can talk all you want. Come on, move. So, let's go, boys. Okay, Billy Boy. Just in time. Ooh.
Oh, thanks, Javier. I owe you for this. Well, I'm gonna head back to camp, find a bottle, and nurse these bruises. Yeah. I'm headed to camp as well. Thanks, Arthur. What's next? Ja, schauen wir erstmal, was die Jungs dabei haben, ne? Wurfmesser, das sehe ich gerne wieder. Das andere ist hier leider verloren gegangen. Müssen wir uns beide mal welche kaufen wahrscheinlich, oder? Irgendwas zu plündern? Nee, ne? Schade. Hier. Ah, lohnt sich nicht. Das ist eine schöne Schatulle. Ein schwarzgebrannter und eine goldene Taschenuhr. Davon habe ich bereits genug, ne? Auch Tabak kann ich nicht nehmen. Ist voll. Unwichtig, auch unwichtig, ja. So, das war der Typ. Ne, den wollte ich nicht aufheben, sorry. Ich dachte, ich könnte noch was von den Dosen hier. Komm, hier bleibt hier liegen, bitte. War voller Blut. Oh, das sieht aber auch nicht gut aus, das Wasser hier. Was haben die denn da gemacht? Haben wir noch irgendwas, ne? Kopfbedeckung. Jetzt kann ich sie austauschen, tatsächlich hier. Das ist sehr cool. Hey, Freunde. Ich würde sagen, hier ist alles gut gelaufen. Hier gibt es aber nichts Besonderes mehr. Ich würde sagen, wir reiten zurück. Weil doch da, einen habe ich noch nicht gelootet von denen irgendwie. War irgendwas angezeigt hier. Der liegt denn so blöd übereinander, glaube ich. Deswegen. Doch, doch, den habe ich gelootet. Den habe ich auf jeden Fall gelootet. Egal. Die sind alle gelootet. Cool, wir haben ein bisschen Ausdauer dazu bekommen. Immer so fleißig sprinte. Wir können ja auch mal Bogenschießen üben ein bisschen, ne? Zu lange gezögert. Zack, geil. Okay, das ist gar nicht so schwer. Oh, den findet man ja gar nicht. Zum Glück sind die Dinger auf der Karte markiert. So hart, ey. Das Fell müsste jetzt in guter Qualität sein, oder? Hasenfellqualität gut. Ja, super. Oh, und den Hasen nehme ich auch mit. Komm. Kommt sie auch noch dran. Rossi muss viel tragen heute. Ja. McRae vom Mac Wild West. Yo. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen am Rückweg. Hol ich mal meine Doppelläufig auch lieber raus. So, noch ein Reh müssen wir jetzt nicht töten. Ich bringe ja keine Rehe unnötigerweise um, das muss ja nicht sein. Die armen Rehe, die können ja auch nichts dafür. Hallöchen. Ja. Oh, guck mal, wie der Nebel da aufzieht.
geil mit den ganzen Wetterkonstellationen. Am Anfang, wie wir da noch im Schnee unterwegs waren. Ja, man hätte auch einfach drüber galoppieren können über den Hasen, theoretisch. Ne? Muss man aber treffen natürlich auch, ne? Miri, muss man erst mal schaffen. So. Hat er Glück gehabt, dass wir gekommen sind, ne? Mister, I don't hardly know what to say. Thanks, I guess. You done me a service. Hey, look, the stage company's gonna write this off as a robbery anyway. If you can get in that lockbox, you can take what you want from it. But ain't stealing if it's already stolen. Got that right. Nice. Also wenn wir den Tresor aufbekommen, können wir uns rausnehmen, was wir da... Wie kriegen wir jetzt den Tresor auf, ist die Frage. Dietrich habe ich leider nicht am Start, scheiße. Wir könnten die Kutsche mitgehen lassen. Das wäre noch eine Option, oder? Wir kutschen einfach zum Lager. Wer könnte dann Dietrich haben? Wo sind wir jetzt hier eigentlich genau? Mal kurz gucken. Wir sind ja fast am Lager, ne? Was würde denn passieren, wenn ich die Kutsche... Kann die ja theoretisch echt klauen. Ne? Oder ist ja alles finito? So, du kommst hier mal runter. Rossi kommt mit. Und wir sollten jetzt mal ein bisschen Gas geben. Bevor die Typen dahinter sehen, dass wir die Kutsche mitgehen lassen. Und wir wieder irgendwelche Zeugen haben. Uns bei irgendwas sehen, was wir nicht unbedingt gesehen haben wollen. Vorsicht! Oh, shit. Das ist nicht gut. Der Rad kann auch schnell mal brechen. Aber jetzt vorsichtig. Hier sind wir langsam. Ich glaube, hier sind wir versteckt halbwegs. Haben wir die Postkutsche komplett mitgenommen. Kein Dietrich gehabt. Postkutsche reden. Ich komme mit einigen nach Hause, Leute. Verdammt. Ey, ich hänge hier fest. Ah, okay. Du kannst keinen Wagen ins Lager bringen. Wir werden draußen auf dich warten, wenn du es wieder verlässt. Okay. Den Wagen können wir nicht ins Lager bringen. Okay. Der Eselhase. Den nehmen wir uns auf selber. Ich verstehe. Aber haben wir einiges mitgebracht. What are you doing? What does it look like I'm doing? It looks like you're reading. And I am. Why do you ask? Just making conversation. So. Die werden sich freuen. Heute gibt's richtig leckeres Essen hier. Oh, cool. Lenny, der Gute. Der macht hier dieses Messerspiel mit den Händen. Zwei Finger. Und jetzt bringen wir erstmal hier... Hier ist ein. Ich hab hier was für dich. There he is. Mr. Morgan! Freust du dich? Oh, thanks. Excellent. Bored. Bored's good. Bored means you ain't scared. Grateful for being bored, lady. Soon enough, you're gonna be scared. When I was a little girl, I guess I hoped this for... This stew is decidedly lacking on decent meat, Mr. Morgan. I used to dream a lot.
Ich würde gerne diesen Gabelbock spenden. Wo sind der jetzt? Da ist er doch. Schlecht. Oh. Very good. We were getting low. Na, der ist gut, aber den wollte ich selber aufheben. Nee, den kriegt er nicht. Der ist ja richtig was wert hier, ne? Der ist auch nichts wert. Hasenfell. Für die Kasse spenden. Well, the quality's a bit lacking. We won't get much for it. Ah, komm. Good job, Mr. Morgan. Wo ist denn da aufgetaucht hier? Come, have a seat, Morgan. We're discussing ladies' bloomers. Ich wollte auch noch irgendwas machen, oder? Nee? Guck ich mir gerade auf der Karte mal an. Das interessiert mich jetzt. Was ist das? Einbruch. Ah. Cool, da können wir auch einen Einbruch begehen und irgendeine Familie ausrauben. Das ist ja genau unser Ding. Naja. Liebe Freunde, dann genießen wir hier einmal kurz den Blick. Yo, John, wir machen gleich weiter mit der Nummer. Aber machen jetzt hier eine kurze Pause. Ja, und ich wünsche euch noch viel Spaß, wenn ihr das Video bei YouTube seht. Wenn ihr jetzt aber bei Twitch live zuschaut, bin ich in wenigen Sekunden wieder zurück. Bis gleich.